Im Quatschen bist du der größte Wortkind, beim Schießen habe. Als Traumschilde gibt's Spritze. Wenn du weiter so rumdrehst, lässt Mr. Parker dich bei deinen nächsten Scheiben schießen, als öffentliches Ärgernis abknallen. Ja, super! Hey, Johnny, noch ein Whisky für den lieben Eddie. Okay, auf Rechnung. Auf Rechnung, klar. Das war gut. Dein Geschäft bringt uns zwar ins frühe Grab, Johnny, aber solange der Fusel der einzige Luxus im Ort ist, bleibt uns nichts anderes übrig. Der Schmidt und Luxus, das ist doch Schwirbelpapier für die Kehle. Hey Leute, apropos frühes Grab, wisst ihr schon das Neueste? Weißt du, was interessant ist? Vielleicht einen neuen Witz? So was ähnliches wie ein Witz. Stellt euch vor, Freunde. Da ist seit heute Morgen auf dem friedevollen Friedhof unserer friedevollen Stadt Nogales so ein Bursche zugange und gräbt einen leeren Sarg ein. Ja, das ist doch wohl die neueste Masche. Friedhof ist doch kein Vorratskeller. Vielleicht ist er abergläubisch und denkt am nächsten Morgen, dass ein Klumpen Gold drin ist. Bei dem sitzt eine Gardine nicht ganz richtig. Hey, still, Jungs. Seid doch mal ruhig. Ich sehe wohl nicht recht. Da ist er ja, der verrückte Kerl, von dem ich euch erzählt habe. Was, der sieht doch gar nicht so beknackt aus. Junge, Junge. Den hat Mutter aber eine Woche nicht mehr rasiert. Der wird vielleicht zu seinem Beruf. So wie der lange Mantel und der schwarze Hut. Wer weiß, du kluges Kind, vielleicht ist er ein arbeitsloser Totengräber und wollte vorher eine Art Kostprobe seiner Kunst abgeben. Halt's Maul! Er spielt doch keine Mandoline. Jetzt kommt's drauf an, was er hier will. Ruhe! Sieh mal an, der steuert auf die Theke zu. Eine Limonade. Eine was, bitte? Ich wusste gar nicht, dass ich undeutlich spreche. Okay, Senor. Eine Limonade. Limonade! Hier, bitte. Und verschlucken Sie sich nicht an dem harten Zeug, Senor. Senor, einen guten Rat. Klemmen Sie sich Ihren Gaul zwischen die Schenkel und verschwinden Sie wieder aus Nogales. Ja, wissen Sie, man sieht hier Fremde nicht besonders gern. Wer? Parker? Na ja. Na komm raus mit der Sprache, komm schon. Los, lass! Wo finde ich Parker? Senor, ich möchte noch ein bisschen leben, das müssen Sie verstehen. Wie viel? Tja, also, Ja? Als Abschneider. 20. Aber jetzt rede. Moment, Senior, warten Sie. Haben Sie gesehen, wer da eben reinkam? Na und? Was hat's auf sich mit diesem Aasgeier? Nichts, nichts. Warten Sie. Hallo, willkommen, Pedro. Halt's Maul, scheinheiliger Lügner. Ein Whisky und deinen Lebensversicherungsbeitrag. Aber ein bisschen Dalli, wenn ich bitten darf. Sofort, sofort, Pedro? Also, Mann ist kein Rennpferd. Ja, aber Johnny... Wer wird denn hier sein dreckiges Maul so weit aufreißen? Du weißt doch, wenn ich im Dienst bin, habe ich gar keinen Humor. Pedro, aufhören, hör auf, aufhören, du ruinierst mich! Hier ist der Whisky. Na also. Und jetzt die Scheinchen auf den Tisch des Hauses. Natürlich, Pedro. So, hier bitte. 20, 40, 50, 55... 58, 60 Dollar. Das ist wohl ein Witz. Dein Verstand lässt nach, Johnny. Bist du lebensmüde? Bitte, Pedro, es ist alles, was ich entbehren kann, oder ich muss den Laden schließen. Weg mit euch. Ihr stinkenden Aasfresser. Fahrt. Noch bin ich nicht für eure Speisekarte. Noch ist Django nicht tot. Ein Pferd. Ein
Pferd. Mein Pferd. Ein Mädchen. Hey, Señorita. Sie kommt näher. Gott sei Dank. Mein Gott, furchtbar. Ich werde Sie losbinden, Senor. Danke. Machen Sie rasch. Oh. Vorsicht. Geier. Fahrt. Fahrt mit euch. Schnell. Oh, danke, Señorita. Oh, Sie sind keine Minute zu früh gekommen. Ich werde bald krepiert. Diese glühende Sonne. Ich habe Sie hier noch nie gesehen, Senor. Sind Sie fremd hier? Ja, das bin ich. Und wer hat Sie hier... Wer hat das getan? Parkers Leute. Das ahnte ich. Kommen Sie, Senor. Kommen Sie mit auf unsere Ranch. Sie liegt draußen vor der Stadt. Wer Parkers Feind ist, ist unser Freund. Ich bin Judith Miller. Parker hat meinen Vater und meine zwei Brüder entführt und will sie zwingen, ihm das Land, das wir in jahrelanger entbehrungsreicher Arbeit der Wüste erworben haben. Ich werde mal erst etwas Luft machen und musizieren. Du hast es nicht anders gewollt. Hier macht man keine Schwierigkeiten oder trägt die Konsequenzen. Verdammt. Was ist da los? Vorsicht, Senor Parker! Achtung, der Fremde ist da! Django ist da! In die Ecke! 15 von uns hat er schon über den Haufen geknallt! Django? Verdammt. Jetzt geht der Tanz los. Zum Teufel! Der Kerl knallt meine besten Schützen ab, wie die fliegen. Karamba! Wenn das so weitergeht, stehe ich ihm bald allein gegenüber. Hey, ihr Idioten! Sucht mir Deckung, wenn ihr nicht verrecken wollt. Hey, Salvador, was schleppst du ausgerechnet jetzt das Mädchen hierher? Was ist mit Judith? Weiß nicht, Senor Parker, sie scheint bewusstlos. Oh, los, raus mit dir, Salvador. Hilf den anderen. Ich kümmere mich um sie. Hey, Judith, wach auf. Hey, du bist gemeint. Zum Teufel, sie ist tot. Egal, ob tot oder lebendig. Ich werde sie als Druckmittel gegen Django ausspielen, um ihn aus seiner Deckung zu holen. Hey, Django! Das Mädchen ist in meiner Gewalt. Der Lauf meines Revolvers ist auf ihre Schläfe gerichtet. Wenn dir an ihrem Leben was liegt, komm aus deinem Versteck raus und wirf die Kanone weg. Mein Ehrenwort, dass dir nichts geschieht. Ich will nur in Ruhe mit dir reden. Und was ist? Komm raus oder das Mädchen stirbt. Vielleicht ist sie schon tot. Unsinn. Komm endlich! Komm raus! Oder ich erledige das Mädchen wirklich. Ich komm raus!